Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Boombeat und ich sehe gerade schon wieder, es ist ziemlich laut, mein Mikro. Ich dachte eigentlich, das hat sich in letzter Zeit etwas verstellt. Ich habe es zumindest beim Schneiden gemerkt und ja, ich habe tatsächlich geschnitten und zwar nicht nur ein oder zwei Folgen, sondern tatsächlich alle. Also ich habe mich heute hingesetzt den ganzen Tag und habe das ganze Zeug geschnitten. Na gut, den ganzen Tag hat es jetzt nicht gedauert, aber ich habe eben immer mal nebenher das gemacht, während ich noch Vorlesungen hatte und so weiter. Irgendwann muss das ja mal sein, weil es nimmt wirklich Überhand sonst und ich habe heute schon gemerkt, man kommt an seine Grenzen mit der Menge, die ich da angesammelt hatte. Ich meine, ich habe jetzt 3 Monate nicht geschnitten, ja, hier diese Folgen doch einmal zwischendurch. Und da kann ich noch froh sein, dass wir wenigstens eine Sommerpause hatten, wo ich dann nicht aufgenommen hatte, denn sonst wäre das eskaliert und wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, dann auch. Also, da bin ich froh, dass ich das jetzt irgendwie hinter mich gebracht habe. Jetzt nehme ich hier direkt wieder auf, weil ich einfach für heute das auch noch abschließen will. Und dann sind wir eigentlich relativ gut dabei demnächst. Also, ja, da habe ich hier alles mal wieder auf Vordermann gebracht und kann die Folgen dann später auch hochladen endlich, wo ich ja auch ziemlich hinterherhänge. Dann war ich nicht nur heute aktiv, sondern auch gestern. Da habe ich nämlich direkt nochmal die ganzen Retro-Gameplays aufgenommen. Also für die letzten beiden Folgen, wo ich ja noch keins hatte. Aber auch für die nächste Folge, die ich dann gleich noch aufnehme, also den Ton. Und das heißt, das ist auch schon mal alles in trockenen Tüchern, ne? Finde ich ja ganz gut. Da bin ich jetzt wirklich mal auf dem neuesten Stand und habe alles abgeschlossen, wenn ich heute dann noch die Videos direkt schneide von jetzt. Also ich denke mal, das mache ich. Also hoffentlich, ne? Und ja, da kann ich dann zumindest mal das abhaken und muss nicht mir da noch Gedanken machen, wie sonst immer. Und da bin ich ja echt verzweifelt. Schon in den letzten Wochen habe ich das ja immer wieder angesprochen. Ich wusste nicht, wann ich das machen soll und so weiter, ne? Habe jetzt auch die ganzen Tage das vor mir hergeschoben, erneut, wie vorher schon die ganze Zeit. Ich habe echt wirklich ziemlich stark gesucht nach irgendeinem Termin, wo ich das mal alles angehen kann, aber habe einfach nicht gewusst, wann, ja? Weil ich immer irgendwas anderes zu schneiden hatte oder sonst was. Habe ich heute dann eigentlich auch noch, aber ich dachte mir eben, naja, komm, wir machen das jetzt einfach mal so, dass ich das, ja, so ein bisschen austausche sozusagen. Und ja, eigentlich wollte ich auch gestern noch schneiden zum Beispiel, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, ich muss jetzt die Retro-Gameplays aufnehmen, denn wenn ich auch das nicht gemacht hätte, hätte ich diese Woche dann für 4 Folgen am Stück aufnehmen müssen und das ist viel zu viel, das hätte ich mir nicht zugetraut. Dann lieber nur für eine nochmal Ende der Woche, wenn ich wieder am PC bin, ne, und das alles funktioniert, statt jetzt irgendwie dann die anderen 3 auch noch zusätzlich. Also, nee, ganz ehrlich, ne, hat man dann irgendwann auch kein Verständnis mehr. Aber naja, wir werden uns dann nochmal damit beschäftigen und wie das alles gelaufen ist mit den Gameplays. Ihr habt es ja dann entsprechend schon gesehen, die ersten beiden Teile von dem Retro-Zeug. Da bin ich ja doch wieder ziemlich viel rumgelaufen und so weiter. Das will ich dann nochmal in der nächsten Retro-Folge entsprechend ansprechen. Also da wird es dann nochmal ordentlich thematisiert. Werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ja, wir schauen mal. Eigentlich wollte ich auch erst die Nacht heute wieder aufnehmen. Beziehungsweise eigentlich heute früh. Das war der eigentliche Plan, der erste. Dann habe ich gedacht, naja, komm, machen wir es wieder nachts. Aber ich habe mir jetzt gedacht, nee, komm, ich bin jetzt so im Flow gewesen durch die ganzen Videos, die ich geschnitten habe. Da will ich auch irgendwie nochmal direkt einen neuen Teil aufnehmen. Also ich hatte jetzt echt Bock. Ich hätte jetzt eigentlich aber schneiden müssen, beziehungsweise muss gleich noch schneiden, denn das Video muss raus, ne? Und mir ist das immer unangenehm, wenn ich das so spät erst bringe. Also ich weiß auch nicht, weil das Ding ist so, mich stört es selber, dass ich jetzt einfach keinen Tag hinkriege, das Video pünktlich zu bringen, ne? Ich meine, ich krieg's hin, das Video an dem Tag zu bringen, ja, aber ich krieg's nie hin, das pünktlich zu bringen zu der Uhrzeit, wo es rauskommen soll. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, warum kann man nicht sich das mal angewöhnen, endlich einen Tag vorher das zu machen? Ich krieg's einfach nicht geschissen. Weißt du, am gleichen Tag geht's immer. Ich hab's noch nie versäumt bisher, ja, toi toi toi, dass ein Video zu spät kam oder ja, das Video überhaupt noch an dem Tag zu bringen. Also es kam noch nie zu spät, aber ich hab's auch noch nie oder sehr, sehr selten in letzter Zeit hingekriegt, dass man mal eine ganze Woche hat. Oder nee, eine ganze Woche habe ich gar nicht hingekriegt in letzter Zeit, da hast du recht, ne? Ich habe nur mal ein paar Tage am Stück geschafft, aber nie eine ganze Woche, wo wirklich 15 Uhr pünktlich das Video kam, ne? Ich verstehe es nicht mehr, es kotzt mich an, warum? Ja, ich krieg das dann immer nur so kurz vorm Pfiff hin, ich verstehe es nicht mehr, ja? Also das ist was, was mich extrem wundert und wo ich mich auch immer nur noch aufregen muss, ja. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich finde dafür halt auch keine Lösung.
Ja, und jetzt habe ich wieder so viel gequatscht, dass ich hier nicht weiter vorankomme. Aber es ist mir jetzt auch egal. Ich habe jetzt hier irgendwie keinen Nerv für gerade. Ich will jetzt den Rest noch durchhauen und dann bin ich hier weg, ne? Ich meine, ich habe eigentlich Bock auf Aufnehmen, aber ich will jetzt hier mich nicht mit beschäftigen und ewig rummachen und wissen nicht, ne? Beim letzten Mal haben wir uns auch schon wieder kaputt gesucht. Also es dauert wirklich ewig. Dann gab es jetzt auch noch ein Update von Boom Beach, ne? Da habe ich irgendwie gelesen, es geht jetzt bis Hauptquartier 25. Was ist denn jetzt hier? Hauptquartier 19. Na, da haben wir ja noch einiges vor uns, ne? Aber ich habe auch noch einiges zu verbessern. Also wenn ich mir das so in letzter Zeit angesehen habe, beziehungsweise generell, das können wir ja alles noch hochhauen. Also da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Aber ich denke mal, mit einem neuen HQ könnte man auch hier das Level mal ordentlich boosten. Aber na gut, das ist erstmal nicht meine Priorität. Das habe ich ja jetzt in letzter Zeit eh sehr lange nicht gemacht. Irgendwann wird es natürlich weitergehen da, aber naja, ich weiß nicht, ich kann mich hiermit kaum auseinandersetzen mit dem Spiel. Ich bin hier so inaktiv, weil ich immer nur einmal die Woche wirklich dazu komme, das zu zocken. Jetzt habe ich mich wieder geärgert. Ich hatte irgendwie die Chance heute früh gehabt, glaube ich zumindest, hier nochmal zu looten, ne, mit der Händlerin. Aber die ist ja jetzt weg. Also ich glaube, dass es Montag morgens noch geht. Ich hatte das früher mal, das Ding. Da habe ich dann immer noch die Kisten geöffnet. Das war noch zu Schulzeiten, glaube ich, oder? War das schon zu Uni-Zeiten? Ich weiß gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich das schon mal gemacht und da dachte ich, ja, wenn ich heute früh das schaffe aufzunehmen, dann geht's auch. Aber habe ich eben nicht geschafft, ne? Heute früh war dann deutlich zu stressig und naja, jetzt ist ja eigentlich auch stressig, also alles beim Alten. Ja, aber das mit dem Schneiden kriege ich hoffentlich heute mal hin. Also mal ein bisschen eher zumindest, ne? 15 Uhr wird jetzt so oder so nichts mehr, deswegen habe ich mir gedacht, naja, nimmst du jetzt einfach auf hier. Ich meine, es ist so oder so irgendwo zu spät dann, ne? Und ja, gestern kam es halt auch wieder 15:30 Uhr, also das hat mich auch so aufgeregt, ne? Aber gut, da war es wenigstens nur eine halbe Stunde. Das ist dann irgendwo noch verständlicher, finde ich. Aber wenn das dann immer so, keine Ahnung, 22 Uhr kommt, dann frage ich mich irgendwann auch, oder 23 Uhr, warum kriegst du das nicht hin, einen fucking Tag eher das fertigzustellen, ne? So, das regt mich so auf. Das ist so ein zentrales Thema, weil ich wirklich fast täglich mich darüber, über mich selber ärgern muss, ja, dass ich das nicht organisiert kriege. Ja, es ist wirklich schlimm. Naja, egal. Jetzt war's das erstmal mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Ich muss jetzt gucken, was ich in den Titel schreibe. Und ja, sorry, dass ich in letzter Zeit eigentlich nur noch am Labern bin und nicht mehr mich aufs Gameplay konzentriere, aber das wird sich auch mal wieder ändern, denke ich. Okay, dann jetzt ciao.